eigene Boarding. Bin wieder zurück aus Barcelona. Wuhu. In Barcelona ist was passiert, was ich eigentlich noch gar nicht erzählt habe. Und zwar bin ich beklaut worden. Ich war feiern in Barcelona in so einer Bar. Ich stand an der Bar und habe meine Tasche auf die Bar aufgestellt und auf einmal war sie weg. Auf jeden Fall habe ich jetzt Anzeige wegen Diebstahl erstattet. Meine Kreditkarten habe ich alle sperren lassen. Ah ja, News. Sandra ist jetzt wieder komplett im Sportgame. Nein, im Sportgame war ich schon immer, aber im Laufgame. Weil ich kooperiere mit Samson für den Vienna City Marathon. Die haben mich da einfach für einen Halbmarathon angemeldet. Ich war schon im Laufen seit 3 Jahren. Könnte eine interessante Geschichte werden. Ich habe das Training jetzt dann diese letzte Woche, seitdem ich back bin, voll ernst genommen. Und guess what? Mein Knie tut komplett weh. Aber wie kriegt das hier, Leute? Wir haben nur immer alles hingekriegt. That's the situation. Mein Knie tut einfach so weh, seitdem es jetzt mal laufen war. Und anscheinend hilft halt einfach Topfen. Morning in the morning. Heute passiert was Aufregendes. Und ich glaube, es wird schmerzhaft. Aber ich werde euch berichten, wie es war. Honest Feedback vom Lasertermin. Ich hatte richtig Angst davor. Und jetzt haben wir gedacht, ich probiere es einfach. Und es war echt nicht so schmerzhaft. Also es ist ohne Spaß, ich bin ganz ehrlich. Es ist unangenehm, ja, aber es vergeht einfach so schnell. Man stellt sich viel schlimmer vor, als es ist. Und ja, also ich werde das jetzt machen, dann bin ich hoffentlich haarfrei. Finden wär's, ist ja schon cool. Sandra fährt jetzt gleich ins Krankenhaus. Es ist Freitagabend, das ist natürlich ja der perfekte Zeitpunkt, wo ich da drauf komme. Aber es ist mittlerweile echt so, dass wenn ich laufe, dass man so einen brennenden Stich in mein Knie gibt, dass mir die Tränen kommen. 22:14 Uhr, die richtige Zeit um. Es ist nicht 22:14 Uhr, es ist Spachteltag. Ich bin einfach eine Frau für alles. Ich muss aber tatsächlich schauen und lernen. How to spachtel your Löchers in the Wohnung. Aber was fühlt ihr dann drüber? Streichen? Na, theoretisch streichen. My life is a shit show. Ich schau genauso aus, wie ich mich fühle. Ich habe jetzt ja nur kurz geblockt, bevor ich ins Krankenhaus gefahren bin. Und dort haben die sich halt mein Knie angeguckt und geröntgt. Und beim Röntgen ist jetzt nichts rausgekommen. Muss ich einmal Tee machen. Bis dahin Schmerztabletten fressen und so einen Strumpf tragen. That's the pain I'm talking about, Alter. Der Halbmarathon wird spannend. Aber zeige ich jetzt trotzdem nur kurz, was ich mir gestern beim Shoppen gekauft habe. Mission vom Shoppen gestern war, dass ich mir eine Tasche und eine Geldbörse kaufe, weil das ist mir ja beides im Urlaub gestohlen worden. Guess what? Ich habe beides nicht gefunden. Ich habe dann was anderes gekauft. Ich habe mir bei Monki ein pinkes Toppchen. Das finde ich richtig süß. Da war was ganz, ganz Gräsiges. Das finde ich aber richtig geil. Das ist so lang am Shirt und das hat halt 100.000 Löcher drinnen. Optimistisch zum Laufen. Eine kurze Laufhose. Das war mein Haul. Es ist überhaupt nicht windig heute. Was? Gar nicht windig heute. Hallo aus Zürich. Ich bin mit Samson hier in Zürich auf einem richtig coolen Event. Ich nehme mich natürlich mit. Da humpeln wir doch jetzt direkt mal hin. Easy peasy lemon squeeze. Bitte, bitte fahr nicht um. Wir haben uns jetzt für die Schweiz, für typisches schweizerisches Essen entschieden. Dürüm. Lieben wir. Habe ich jetzt Bock drauf? Habe ich Lust? Das ist jetzt der wahrscheinlich teuerste Döner, den ich je gegessen habe. Der hat umgerechnet 12 Euro kostet. 12? Schauen wir mal, was die Kohle wert war. Finde ich geil tatsächlich. Tschüss Zürich. Immer Fingerfood.